Der Weltraum, unendliche Weiten, nur betreten von tapferen Astronauten. Der Traum eines jeden kleinen Jungen. Das war einmal, denn auch junge Frauen träumen von der Astronautinnenkarriere und sind bei der Astro Challenge in Mannheim mit am Start. Als ich die Anzeige gesehen habe, war das eigentlich gar keine Frage für mich, weil es ist mein größter Traum, Astronaut zu werden. Und da ist die Challenge ja schon ziemlich cool, um dem mal nahe zu kommen. Gewonnen haben sowohl ein Mann als auch eine Frau. Und das war von Anfang an so geplant. Wenn wir einen solchen Wettbewerb auflegen, dann möchten wir ganz bewusst sowohl einen Mann als auch eine Frau hier am Ende gewinnen lassen, damit wir nicht aufgrund irgendwelcher Kriterien, die denn da in die Irre laufen, wieder eine andere Auswahl bekommen. Denn Frauen werden in der Raumfahrt dringend gebraucht, sagt Claudia Kessler, Jurymitglied beim Wettbewerb. Es fehlen uns auch einfach Frauen in technischen Berufen und dafür brauchen wir Vorbilder. Mädchen können nur das werden, was sie auch sehen können, dass man werden kann. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man Vorbilder hat. Und dafür ist es auch ganz wichtig, dass man zeigt, dass Männer und Frauen das können. Und dieses Vorbild zu werden war nicht einfach. Von den über 1500 Bewerbern blieben 10 Finalisten übrig. Und die mussten sich in verschiedenen Challenges beweisen. Da geht es zum Teil um Geschicklichkeit, Körperbeherrschung, Reaktionsgeschwindigkeit, aber auch um Kreativität. Es mussten kleine Wurfapparate gebaut werden, entworfen werden, mit denen eine Rakete etwa möglichst weit geworfen werden kann. Aber es geht auch um Wissen rund um das Thema Astronomie und Raketengeschichte. Außerdem mussten die Finalisten einen Roboter programmieren und die Jury mit einem möglichst kreativen wissenschaftlichen Vortrag auf der Bühne überzeugen. Und sie hat es geschafft. Luisa Winterstein heißt die Gewinnerin der Astro Challenge. Für sie geht der Traum der Schwerelosigkeit in Erfüllung. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das sind mehrere Gefühlsexplosionen auf einmal. Ich kann es noch gar nicht realisieren. Ich bin einfach unfassbar glücklich und ich hatte einen super tollen Tag. Und glücklich sein kann sie. Sie ist dem Flug ins All einen Schritt näher gekommen, denn für sie geht es ins Kennedy Space Center nach Florida zu einem Astronautentraining und einem Parabelflug, der die Schwerelosigkeit simulieren soll.